So, Freunde, Montag, der 22. Der Planet knallt schon wieder runter wie blöd. Egal, es muss vorangehen. Ja, es geht voran. Ich bin mittlerweile am Schrott aussortieren, das restliche Holz noch klein sägen und dann kann ich endlich fertig innen ausräumen und danach endlich oben noch ein bisschen weitermachen, bevor ich dann endgültig ja, Stein für Stein abtragen tue. So, Leute, mittlerweile bin ich auch innen schon zugange. Hier die Zwischenwand schon zusammengedroschen, die ging genau bis hier vorne her. Ja, jetzt dann erstmal hier den Steinscheißdreck ein bisschen rausschmeißen. Hier habe ich noch eine alte Dezimalwaage. Die würde ich verschenken, würden wir verschenken, wenn sie jemand abholen will. Der müsste sich aber dann gleich melden. Kostet nichts, die wäre zum Verschenken. Ja, und der alte Ochsenpflug oder Pferdepflug oder was auch immer da dran gespannt wurde, den werden wir schön streichen und werden den draußen dann ja, hinstellen zur Zierde vor die Grillkote irgendwie. Da fällt mir schon was ein. Genauso machen wir das. Naja, gut. Nachher kommt eben das Graffel hier noch raus, wenn der David kommt. Ja. Und da bin ich alleine wieder. Naja, was soll's. Ja, und gegen Abend zu dann, wenn es ein klein bisschen kühler wird, Leute, dann gehe ich wieder rauf und tue da noch ein bisschen Mörtel betschen. Und ja, wenn das dann soweit ist, geht es dann endgültig los mit Steine abtragen von der Hütte. Und der, wo die Fenster wollte, da passe ich auch auf. Die kriegen wir auch heil raus. Tja, Leute, langsam aber sicher geht's weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich für das Loch hier jetzt gebraucht habe. Aber es geht voran. Mal mit dem Hammer, mal mit dem, mal mit dem. Naja, es dauert halt. Gut, ja, also ich werde etwas über Zaunhöhe kommen, weil den Sockel da, den Pfosten da, den werde ich wahrscheinlich sogar stehen lassen. Und naja, einmal dann mit der Flex gerade entlang fahren, dass sich das Zeug schon gelöst hat, dass sich dann beim Abtragen nicht die unteren Steine zu sehr lockern und lösen. So viel habe ich beschlossen. Jeweils an der Kanten eben Schnitte runter machen. Und ja, ich glaube, dann kriegen wir das schon hin. Und wenn sich die Wand genauso schön lösen lässt wie die hier, dann passiert auch den Fensterrahmen nichts. Tja, Leute, der David hat draußen fett Rasen gemäht, zerlegt mir jetzt noch die letzte Holzscheiße. Ich habe keinen Nerv mehr dafür gehabt. Mein Bohrhammer hat gerade einen Geist aufgegeben. Ja, zumindest hier das Kabel muss ich halt abschneiden und neu anschließen. Tja. Und hier ist das Loch auch entsprechend größer geworden. Ja, es geht also voran. Was hier allerdings total scheiße ist, ja, ab halber Wandhöhe, sage ich mal, Bruchsteine, Kies und Beton. Also das Zeug muss ich wirklich hier unten rum mit dem Bohrhammer weghämmern. Wie weit es hier rüber geht, naja, da sehe ich wieder Ziegel. Und hier sehe ich dann auch wieder Ziegel. Wie weit das hier ist Ziegel. Ich hoffe, dass das nicht allzu weit geht, weil das ist eine Scheißarbeit, das rauszuhämmern. Naja. Und wäre der Bohrhammer jetzt weitergegangen, hätte ich jetzt hier schön das Fenster rausgehämmert. Naja, mache ich halt morgen. Was soll's? Ja. Tja, Leute, das war's dann mit dem heutigen Projekt Grillkota. Ja, erst einmal, wie gesagt, abreißen, abreißen, abreißen. So wird es jetzt noch ein paar Tage lang gehen, bevor wir dann irgendwann endlich mit dem Fundament anfangen können. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dabei beim Zugucken. Ja, und ich habe jetzt keinen Bock mehr. Feierabend, kurz vor 9 Uhr.